Der Junge war so verwundert von all dem, was er sah, dass er fast wie aus einem Traum aufwachte, als er plötzlich angesprochen wurde. Yoshi? Er hörte die Stimme von hinten und drehte sich leicht um, fasste mit der Hand nach hinten. Ja, ich bin's, Lucy. Es ist schon lustig, dass du mich gar nicht bemerkt hast. Ich war doch mit dir gekommen. Oh, Lucy, das ist gut, das ist toll. Dann sind wir jetzt beide auf einem großen Ausflug. Weißt du, was ich manchmal gedacht habe? Nun, schieß los, sagte Lucy. Weißt du, mir kam etwas in Erinnerung. Es war ein Stern, wir sind doch hier unter Sternen. Und vielleicht erinnerst du dich. Es ist so wie jetzt. Es ist so, als ob wir in einer Fantasiewelt leben und es ist auch zugleich so, als ob alles ganz real ist. Eine Phantasia-Welt. Fantasie und Realität. Was wir uns ausdenken und was ganz natürlich, ganz real ist. Ja, sagte Lucy. Da hast du wohl recht. Und wenn ich hier so die Sterne sehe, muss ich aber sagen, das glaube ich gar nicht. Denn guck sie dir mal an. Beide auf dem Pferderücken, der dahin flog, schauten sich um. Ja, die Sterne waren seltsam. Sie waren grau. Es waren einfach Steine. Und sie leuchteten gar nicht so, wie man immer dachte, wenn man von unten hochschaute. Es war, um ehrlich zu sein, ein ziemlich trauriges Bild. Als ob man auf einem Steinbruch irgendwo rumbuddelt. Na ja, gut, das ist nicht unbedingt traurig, wenn man buddeln kann. Dann hat man was zu tun. Und da kann man ganz tolle Sachen machen. Und manchmal findet man auch wunderschöne Steine. Da muss man ganz aufpassen. Ich gucke sie im Detail. Und weißt du, sagte Lucy, mein Opa, der hat noch Steine von seinem Enkel. Oder war es von seinem? Nein, es war von seinem Kind, von seiner Tochter. Er hat sie immer noch aufbewahrt. Es sind wunderschöne Steine und ganz kleine Stückchen. Die hat er sich bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Na ja, gut, das sind Briefbeschwerer und zugleich ist das eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Insofern, dass es einfach auch eine Erinnerung ist an eine andere Zeit, wo Steine noch viel mehr bedeuteten als Gold zum Beispiel. Naja, Gold glitzert, aber Steine. Steine haben oft ein sehr schönes inneres Muster. Hast du da einmal drauf geachtet? Ja, das stimmt schon. Manchmal sind sie wunderschön. Einfach die verschiedenen Muster in den Steinen, auch die verschiedenen Formen der Steine. Sie schauten sich noch um und plötzlich wurden sie angerufen. Hallo, ihr zwei? Kennen wir uns nicht? Sie schauten verwundert umher, weil sie nicht ganz genau sehen konnten, von wo die Stimme kam. Ja, hier bin ich. Sie schauten nach rechts. Nein, hier. Sie schauten nach links. Ach nein, nun schaut doch mal richtig. Sie schauten nach oben. Und da tatsächlich sahen sie ihn. Diesen komischen Stern von Resia. Sie hatten ihn schon fast vergessen. Es war so lange her. Aber fast vergessen heißt nicht ganz vergessen. Und so erinnerten sie sich an all die schönen Geschichten, die sie bereits kannten. Und nun brannten sie darauf, wirklich auch neue Geschichten zu hören. Jetzt was ganz anderes, weil jetzt waren sie ja nicht unten bei sich zu Hause, sondern jetzt waren sie ja unter den Sternen. Kleine Sternchen unter den großen. Na, was das wohl gibt.